ihr Lieben, heute ist schon der 17. Juli und ich habe immer noch nicht meinen Lesemonat für den Juni abgedreht und den möchte ich euch jetzt natürlich bieten. Und der Juni war sehr erfolgreich für mich, aber nicht so erfolgreich wie der Mai. Ich habe 12 Bücher gelesen. Das hat eine Seitenanzahl von 5650 Seiten ergeben und das waren 188 Seiten pro Tag im Durchschnitt. Ich habe allerdings viele E-Books gelesen und ich hoffe, ich kann euch die auch so schnell dann noch zeigen. Ich muss auch wahrscheinlich ein bisschen auf meine Notizen zurückgreifen. Ihr wisst ja, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Und ich schaue mal eben schnell, dass ich euch die Cover eben zeigen kann. Angefangen hat mein Lesemonat mit dem Buch Love Emergency von Samantha Beck. Das habe ich natürlich gerade alles neu sortiert. Ich zeige euch das Cover einfach mal hier. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gesehen. Also das ist der zweite Teil der Love Emergency-Reihe. Dieser heißt Zufällig verliebt. Und hier ging es um Madison und Hunter und die lernen sich auf sehr interessante Weise kennen. Madison ist gerade in den Wehen und Hunter ist der Rettungsassistent im Krankenwagen. Und ja, er besucht sie dann halt nach der Geburt auch im Krankenhaus und dann entwickelt sich so eine zarte Liebesgeschichte. Hat mir am Anfang auch ganz gut gefallen. Aber spätestens bei den erotischen Szenen war es für mich vorbei. Das konnte mich gar nicht begeistern. Es hatte übrigens 321 Seiten und ist im Lux Verlag erschienen. Und hat dann von mir im Endeffekt nur noch 3 Sterne bekommen. Jetzt werde ich gerade von meinem Hamster beobachtet. Dann habe ich ein Buch gelesen. Was ich leider nicht mehr da habe, möchte euch aber wohl eben gerne das Cover zeigen. Und zwar Die Dame mit dem blauen Koffer von Valérie Perrin. Es ist wohl eine französische Autorin. Das Buch hat leider auch nur 3 Sterne von mir bekommen, hatte 352 Seiten. Und hier ging es um eine junge Frau, die im Altenheim arbeitet und sich dort um eine ältere Dame kümmert, ja, die dort lebt. Und die alte Dame erzählt ihr halt ihre Lebensgeschichte, daher auch die Dame mit dem blauen Koffer. Und aber es konnte mich, obwohl es auch so um Kriegszeiten und so ging, was mich eigentlich immer sehr gut packen kann, konnte mich dieses Buch leider nicht so begeistern. Daher auch nur 3 Sterne. Und dann hatte ich wirklich ein Monatshighlight. Ich habe noch nie ein so dickes Buch so schnell durchgehabt. Und zwar von Camilla Grebe, Wenn das Eis bricht. Ist auch noch nicht allzu alt, das Buch hatte 608 Seiten, hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Man kennt Camilla Grebe ja von dem Autorenduo Grebe und Treff. Das ist ja sind ja skandinavische Schwestern. Und jetzt hat Camilla Grebe halt ein eigenes Buch rausgebracht. Und mir hat es wahnsinnig gut gefallen, wie gesagt. Ich schaue mal eben schnell, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Also die Geschichte hat sehr, sehr ruhig angefangen und es wurde immer, immer spannender. Bis ganz zum Schluss war die Spannung dann fast nicht mehr auszuhalten. Bin da auch wirklich auf eine falsche Fährte gelockt worden. Und ja, ich habe das Buch wirklich äußerst schnell durchgehabt, trotz der Dicke. Also davon braucht ihr euch auf keinen Fall abhalten lassen. Ist im BTB Verlag erschienen für 15 Euro. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich ein Buch gelesen, der dritte Teil einer Reihe, wo ich die anderen beiden Teile allerdings noch nicht gelesen habe. Und ich muss sagen, ich kann den Hype irgendwie nicht nachvollziehen.
Das Buch war jetzt nicht schlecht. Es hat noch 4 Sterne von mir bekommen. Es hat sehr gut angefangen, aber zum Schluss konnte es mich so gar nicht mehr begeistern. Und zwar der dritte Teil der Erwin-Reihe, Alles oder Nichts von Simone Arnstedt. Ich habe jetzt aber auch bei MJ Liest zum Beispiel gehört oder gesehen, dass sie vom dritten Teil enttäuscht war und sie fand die ersten beiden Teile wohl besser. Deswegen werde ich die anderen beiden Teile wahrscheinlich trotzdem lesen, da ich sie eh schon hier habe und hoffe, dass sie mir etwas besser gefallen. Ja, hier ging es um Emra. Sie ist eine erfolgreiche Journalistin und stößt auf Tom, einem ehemaligen Elitesoldat, der auch psychische Probleme seitdem hat. Und anfangs konnte mich es, wie gesagt, sehr packen. Aber mir war es auch einfach zu lang gezogen. Das Buch hatte nämlich auch fast 700 Seiten und das war mir dann einfach zu lang. Und die Geschichte hätte meiner Meinung nach mit 200 Seiten wesentlich besser werden können. Dann habe ich ein Buch bei Was liest du in einer Leserunde gelesen und zwar von Tammy Cohen, Du stirbst nicht allein, ist im Bien Valais Verlag für 9,99 € erschienen, ist ja die Autorin von Während du stirbst. Das Buch habe ich allerdings noch nicht gelesen, liegt aber natürlich auf meinem Sub. Und hier ging es um 4 tote Mädchen und 4 trauernde Familien und einem Killer auf freiem Fuß. Anfangs fand ich das Buch gar nicht mal so schlecht, aber das Ende war mir viel zu abstrus. Also da Das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Es hat noch 3,5 Sterne von mir bekommen. Also es war sehr flüssig zu lesen, aber einfach die Entwicklung der Geschichte, die hat mir so gar nicht gefallen. Nichtsdestotrotz war es ein interessanter Psychothriller. Das Ende war natürlich auf eine Art und Weise auch interessant, auch wenn es für mich einfach zu abgedreht war. Aber insgesamt gesehen kann ich sagen, dass ich dieses erste Buch der Autorin auf jeden Fall noch lesen werde. Und bin gespannt, wie mir das gefallen wird. So, dann habe ich gelesen, wieder ein Guillaume Musso. Und bei Guillaume Musso muss ich ja sagen, seitdem ich ihn kenne, also so seit 3 Jahren, lese ich jedes Buch, was von ihm erscheint, sofort. Und das ist das neueste Buch von ihm, Das Mädchen aus Brooklyn, ist im Pendo Verlag, also Piper Verlag, für 16,99 € erschienen. Hatte 496 Seiten, hat von mir 4 Sterne bekommen. Für mich war es nicht so stark wie zum Beispiel Vielleicht Morgen oder Die Nacht im Central Park. Das waren bisher meine liebsten Bücher von ihm. Und ich glaube, es war jetzt das vierte Buch, was ich von ihm gelesen habe. Das vierte oder fünfte. Also alle habe ich noch nicht gelesen. Die neuesten habe ich alle gelesen und die älteren halt noch nicht. Hier ging es um Anna und Raphael. Sie stehen kurz vor ihrer Hochzeit und Raphael ist überzeugt, dass er sie für immer lieben wird und er stellt ihr aber eine Frage, aufgrund dessen sie die Flucht ergreift. Er möchte einfach nur wissen, ob sie noch Geheimnisse vor ihm hat, die sie vor der Ehe noch loswerden will. Und dann, ja, sie offenbart ihm dann ein grausames Geheimnis und verschwindet spurlos. Und er macht sich dann natürlich auf die Suche nach ihr. Und kommt dahinter, dass nichts ist, wie es schien. Und insgesamt konnte es mich schon begeistern. Also ich fand es gut, aber halt im Vergleich zu den anderen Büchern nicht ganz so packend. Aber insgesamt ist Guillaume Musso immer für mich so ein Wohlfühlbuch, also so ein Wohlfühlautor. Ich habe angefangen mit dem Buch und war gleich wieder von seinem Schreibstil gefesselt. Und dass die Geschichte mich jetzt nicht so packen konnte wie die anderen, liegt wahrscheinlich an mir. Also ich kann es dennoch weiterempfehlen. Guillaume Musso ist immer gut. Also ich habe noch kein wirklich schlechtes Buch von ihm gelesen. Wie gesagt, Vielleicht Morgen und Die Nacht im Central Park waren bisher meine Highlights. Die haben beide 5 Sterne bekommen. Und auch dieses war ein gutes Buch. Wie gesagt, 4 Sterne von mir. Dann kam ich wieder, habe ich wieder ein E-Book gelesen. Ein 5-Sterne-Buch für mich. Muss jetzt bloß eben gerade
das Internet hier gerade wieder nicht. Und zwar ist das von Diane Chamberlain, Der Tag, an dem wir dich vergaßen. Und zwar sieht das Cover so aus. Und ich muss nur mal eben nach den Namen gucken. Das kann ich mir ja nie merken. Ich weiß, heute ist es ein bisschen chaotisch, aber ich kann es mir einfach immer so auf Dauer nicht merken. Hier geht es um Riley. Sie kümmert sich nach dem Tod ihres Vaters um seine Hinterlassenschaften. Ihr Bruder ist ihr da keine so ganz große Hilfe. Er wohnt abgelegen auf dem Campingplatz, in einem Wohnwagen. Er ist sozusagen auch kriegsgeschädigt. Und dann muss sie sich halt alleine mit der Familiengeschichte auseinandersetzen. Und sie hatte auch eine ältere Schwester, die hat sich damals umgebracht. Und sie entdeckt halt in den Unterlagen ihres Vaters auch Unterlagen, die sie etwas stutzig werden lassen. Und mich hat das Buch von Anfang bis Ende total mitgerissen. Hatte 400 Seiten, hat wie gesagt von mir 5 Sterne bekommen. Konnte mich einfach total mitreißen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da eine Rezi gedreht habe. Wenn das der Fall ist, verlinke ich euch die natürlich. Eine ganz tolle Familiengeschichte kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und dann kam noch ein zweites 5-Sterne-Buch hinterher. Ich habe ja vor einigen Wochen meinen ersten richtigen historischen Roman gelesen, und zwar Das Haus in der Nebelgasse von Susanne Goga. Und habe jetzt mir gleich ein weiteres historisches Buch geschnappt. Und zwar von Ulrike Renk, Das Lied der Störche. Ich muss sagen, die Hauptprotagonistin, die hat mich wirklich packen können. Ich will mal eben gerade schnell gucken. Es geht hier halt um Friederike. Das spielt anfangs Ostpreußen 1920. Und Friederike lebt dort mit ihrer Mutter und ihren Halbgeschwistern, also sozusagen ihrem Stiefvater, auf einem Gut in der Nähe von Graudenz. Hat mir so bisher nichts gesagt. Und ja, es ist eine richtige Familiensaga. Man begleitet Friederike halt von Kind auf bis zur jungen Frau. Und es wird auch einen zweiten Teil geben, den ich schon sehnsüchtig erwarte. Und zwar heißt der, wenn ich das jetzt wüsste, steht hier jetzt leider nicht bei. Auf jeden Fall erscheint der, ich meine, im Herbst. Und den habe ich mir auf jeden Fall schon vormerken lassen. Und bin ich schon sehr gespannt drauf. Eine große Rolle spielt hier auch ein Gutsbesitzer namens Ax von Stieglitz. Und ich fand die Lebensgeschichte, und ja, also ist ja eigentlich dann die Lebensgeschichte von Friederike, so spannend, so interessant. Und es war natürlich erst ein bisschen schwierig, in diese Zeit von damals sich hineinzuversetzen, weil es war ja ein ganz anderes Leben damals als heute. Und da habe ich auch noch gedacht, da muss man auch wirklich die älteren Leute verstehen, die diese Zeiten durchlebt haben, dass die natürlich heutzutage Schwierigkeiten haben mit den ganzen Techniken und allgemein dem, ja, Wohlstand, kann man ja eigentlich schon sagen, im Gegensatz zu früher. Also mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen, ist auf jeden Fall ein Jahreshighlight für mich. Dann habe ich einen New Adult Roman gelesen, und zwar habe ich von S.C. Stevens vorher noch nichts gelesen. Da war ich irgendwie über diese Reihe Thoughtless nicht im Bilde und wollte jetzt aber das neue Buch von ihr deswegen lesen. Und zwar Furious Rush, Verbotene Liebe. Hier geht es um Hayden und um Kenzie. Mackenzie heißt sie eigentlich richtig. Sie ist die Tochter eines, ja, kann man das sagen, Rennstallbesitzers. Also es geht hier wirklich um Autorennen. Und sie soll dieses Jahr in dieser Saison auch an den Start gehen, um die Firma ihres Vaters sozusagen zu retten. Und dann tritt ihr Hayden Hayes in den Weg.
Und ja, im Nachhinein hat mir das Buch doch viel besser gefallen, als ich es beim Lesen empfunden habe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Mich hat das hin und her einfach manchmal ein bisschen gestört. Und ich habe die Probleme, die in diesem Buch dargestellt wurden, auch nicht so wirklich gesehen. Aber insgesamt eine ganz tolle Liebesgeschichte, hat von mir 4 Sterne bekommen, hatte auch stolze 512 Seiten, genauso wie das Lied der Störche. Ich hatte in dem Monat wirklich absolute dicke Bücher, was ich ja auch in meinem Want to Read damals schon erwähnt habe. Und ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen und werde die Autorin auf jeden Fall im Auge behalten. Dann habe ich ein Buch gelesen, was sehr gut bewertet wurde von ganz vielen, was mich aber am Anfang auch begeistern konnte, aber nicht komplett. Und da war ich etwas erstaunt, weil ich da so viel Gutes von gehört hatte. Und zwar rede ich von Der letzte erste Blick von Bianca Iovine. Moment. Jetzt lässt mein E-Book-Reader mich wieder im Stich. Wie immer, wenn ich was zeigen will. Und zwar von Bianca Iosivioni. Er will einfach nicht. Dann zeige ich euch das Cover eben so. Aber ihr habt es mit Sicherheit schon mal gesehen. Es ist ein sehr gehyptes Buch. Und hier ging es um Emery und Dylan. Ist der erste Teil einer, soweit ich weiß, zweiteiligen Reihe. Ist halt New Adult. Hat sehr humorvoll angefangen. Das hat mir richtig gut gefallen bei dem Buch. Aber ja, stark angefangen, aber dann für mich sehr stark nachgelassen. Und hier ging es um Emery, die einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit ziehen will und in einem ganz anderen Staat anfangen will zu studieren und trifft dann halt auf Dylan. Und mehr möchte ich da jetzt gar nicht verraten, weil ich da einfach nicht zu viel vorwegnehmen möchte. Charaktere haben mir gut gefallen. Ich weiß auch nicht, woran es lag, dass es mir dann im Endeffekt nicht so gut gefallen hat. Es hatte 464 Seiten und ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass mir da zu viele Streiche, also Scherze, so drin waren. Und dann war es mir teilweise doch zu klischeehaft und zu kindisch. Und dass die zweite Hälfte halt wesentlich schwächer war und daher nur 3,5 Sterne gegeben hat. So, dann habe ich ein Buch gelesen, was mich, wie ich es erwartet habe, sehr berühren konnte. Und zwar Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola John. Ich habe ja vor einigen Wochen das neue Buch von ihr gelesen, was mich auch begeistern konnte, einfach auch vom Schreibstil. Und hier geht es ja um ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Madeleine oder Madeline, Madeline, wie auch immer. Auf jeden Fall darf sie das Haus nicht verlassen. Sie ist 17 Jahre alt. Sie leidet an einer seltenen Immunkrankheit. Und dann zieht im Nachbarhaus ein Junge in ihrem Alter ein, namens Olli. Und ja, die beiden kommen sich trotz der Distanz näher. Also sie schreiben sich dann E-Mails und dann bekniet sie auch ihre Pflegerin, dass sie ihn dann doch mit Sicherheitsvorkehrungen sehen darf. Und ja, sie merkt dann einfach, was sie bisher in ihrem Leben verpasst hat. Und es gibt dann am Ende auch eine ganz überraschende Wendung. Mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen. Ich möchte auch auf jeden Fall den Film sehen, spätestens wenn er auf DVD kommt. Hat von mir 4,5 Sterne bekommen, hat 336 Seiten und das hier ist die Filmausgabe. Weiß gar nicht, ob hier auch irgendwo, also so in etwa sah die
ursprüngliche gebundene Ausgabe aus. Und ich habe jetzt halt die Filmausgabe im CBT Verlag erschienen für 9,99 € und wie gesagt 3,5 Sterne von mir bekommen. Und dann habe ich noch ein Buch zusammen mit Helene von Schucki Books, heißt der Kanal, glaube ich. Mal sehen, ob das jetzt mal klappt mit dem Cover. Ich hatte noch nichts von Carina Bartsch gelesen, also nicht diese bekannte Duologie. Und war dann sehr gespannt auf ihr neues Buch Nachtblumen. Das sieht so aus, etwas unscheinbar, wie ich finde. Was mir gut an dem Buch gefallen hat, also es hatte 544 Seiten, was mir gut an dem Buch gefallen hat, war diese Tiefgründigkeit und also man merkte das direkt, also es geht wirklich um Tiefgründigkeit, um ja auch um Sorgen und Nöte von psychisch labilen Menschen, was mir sehr gut gefallen hat, weil da teilweise auch die Therapiegespräche eine Rolle gespielt haben. Aber ich weiß nicht warum, aber insgesamt konnte es mich einfach nicht so packen. Es hat 3,5 Sterne von mir bekommen. Ich hatte mir da wesentlich mehr erwartet. Ich fand es auch sehr lang gezogen mit 544 Seiten. Also die erste Hälfte ist so gut wie gar nichts passiert. Das kam dann wirklich erst in der zweiten Hälfte, dass das Buch so ein bisschen mich fesseln konnte. Und dann reicht es einfach nicht zu mehr als 3,5 Sternen, auch wenn es mir am Ende dann doch recht gut gefallen hat. Aber ja, so ganz begeistern konnte es mich leider nicht. So, jetzt ist meine Stimme auch gleich weg. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen kann. Ich hoffe, es hat euch trotz des etwas chaotischen Ablaufes doch interessiert, was ich gelesen habe. Würde mich wieder sehr über Kommentare freuen. Und ja, das soll es dann eigentlich von mir gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!